Am US-Feiertag Labor Day präsentieren sich die Finanzmärkte in Europa einmal mehr hirntot, so bis 11 Uhr ein bisschen Bewegung und das war's dann, dann legt man sich normalerweise schlafen. Heute war es so, dass zunächst mal die Rallye in China ein bisschen gestützt hat, die Futures, die US-Futures gestiegen, dann der DAX gestiegen, weil China versucht eben seinen Immobilienmarkt ein bisschen aufzupumpen und das gefällt natürlich den Finanzmärkten, wie gesagt, Futures höher, erstmal auch der DAX höher. Aber wir sehen, es hat nicht so lange gehalten, als dann nichts mehr von der Wall Street kam. Dann sind die wahrscheinlich kopfüber auf die Tastatur gefallen, hier die Händler vor lauter Langeweile und haben dabei leider den Verkaufsknopf erwischt. Dementsprechend sehen wir, dass der DAX sogar gegen Setra-Ende ins Minus gedreht ist, dass das also letztendlich alles für die Katz war. Wir sehen, Euro-Dollar war gestiegen, ist dann auch wieder runtergekommen. Also in der Summe relativ wenig Veränderung. Das gilt auch für die US-Futures. Dementsprechend kann man diesen Tag an den Märkten mehr oder weniger abhaken. Aber es gibt dennoch Interessantes hier aus Europa. Wenn wir schon von dem DAX und den Hirntoten sprechen, die wir hier sterben, zumindest an den Finanzmärkten, wenn die Wall Street nicht dabei ist. Wir sehen hier den Degrowth-Kanzler, also den Wachstumshemmer-Kanzler, wie ein Artikel in der Welt hier schreibt. Denn vor einem halben Jahr hat uns ja der Scholzomat versprochen, durch Scholzonomics, also durch die Energiewende, wird alles besser. Wir werden massiv wachsen. Der Spiegel letzte Woche mit dem Titel "Alle schaffen Wachstum, nur wir nicht". Ja, woran liegt das denn? Das ist ja mal die Frage. Natürlich nicht an unserer Politik, meine Damen und Herren, sondern wir haben mal Pech gehabt. Irgendwie ist aber schief gelaufen. Was wissen wir noch ja nicht. Aber das ist natürlich kein Zufall, sondern das ist das Werk dieser Koalition, deren Chef ziemlich auf das Gesicht geflogen ist beim Joggen, aber etwas Positives hat es nach diesem Sturz. Erinnert sich der Scholz plötzlich wieder an seine zahlreichen Treffen mit den Warburg-Bankern. Sie wissen ja, da läuft eine Klage von De Masi, dem ehemaligen Abgeordneten der Linken. Scholz will sich an nichts erinnert haben. Viele Zeugen gibt es, die ihn mehrfach beim Essen mit Warburg-Bankern gesehen haben, aber der Scholz kann sich halt nicht erinnern, gell, das ist ja schon so lang her, ne? Ich kann mich doch an meine Freunde nicht erinnern, gell, fragen Sie mal mich, ich weiß ja gar nicht mehr, mit wem ich gestern noch befreundet war, ne, ist logisch. Jedenfalls natürlich, der Postillon lässt sich diese Pointe nicht entgehen und insgesamt merkt man jetzt auch in der amerikanischen Presse, wird so langsam, naja, der Spott über die Deutschen doch ein bisschen größer. CNBC hat sich hier dann mal den Hans-Werner Sinn eingeladen und dessen Aussage, der kranke Mann von Europa, breit zitiert. Auch das wahrscheinlich eine Voraussetzung für den Rechtsdrall hin zur AfD, den wir jetzt gesehen haben, die Regierungskoalition mit dem schlechtesten Wert seit der Bundestagswahl. Auch das ist natürlich Zufall und völlig unverdient. Hans-Werner Sinn hat ja kürzlich, Anfang August war es, nochmal darauf hingewiesen, so schön es ja ist, wenn alles grün wäre, wenn alles so sauber wäre, wie man sich das erhofft, wäre ich auch dafür, wenn das funktionieren würde, wäre perfekt. Ich bin kein Fan von Atom per se, ich bin kein Fan von fossilen Energieträgern. Warum? Ich will eine zuverlässige, lebenswerte Zukunft für meine Kinder haben, wie jeder andere auch. Das Problem ist natürlich, dass auch Grün nicht wirklich sauber ist, weil eben das Solarmodule, Elektromotoren, die in den E-Fahrzeugen sind, das ist Sondermüll, hochtoxisch, beim Abbau extrem problematisch. Ist eine Abwägungsfrage. Es gibt keine Energie, die mal eben so ganz entspannt ohne irgendwelche Nebenwirkungen, schädlichen Nebenwirkungen erzeugt werden könnte. Aber wir tun halt hier so in Deutschland oder der Mainstream tut so, als wäre das total sauber und das andere total schmutzig. Das stimmt leider einfach nicht. Hans-Werner Sinn weist hier darauf hin, dass wenn Deutschland kein Öl mehr kauft, dann tun es eben andere. Und diese anderen produzieren dann im Zweifel mit diesem Öl noch viel schmutziger, weil bei uns die Standards bei der Produktion viel höher sind, viel umweltverträglicher sind als etwa in Pakistan oder wo auch immer. Dementsprechend in Sachen CO2 oder in Sachen Verschmutzung der Welt ist das jetzt nicht der Königsweg. Da hat Hans-Werner Sinn aus meiner Sicht völlig richtig darauf hingewiesen. Und hier sehen wir mal die weltweite Ölnachfrage. Die ist nicht rückläufig, die ist steigend und liegt jetzt wieder über dem Wert von Corona. Und das trotz diesem Shift der EU vor allem in Richtung Erneuerbare.
Also wir sehen das, was wir jetzt asketisch versuchen einzusparen und durch grüne Technologie, die wie gesagt auch nicht so wirklich sauber ist, zu kompensieren, das wird durch andere mehr verbraucht. Andere, die eben nicht aus dem Wohlstand kommen, die Wohlstand haben wollen, die sagen, hey, was interessieren mich die Europäer, die hier praktisch Vorreiter sein wollen. Wir wollen auch Strom haben, wir wollen Elektrizität haben, wir wollen wachsen. Ein Land wie Indien etwa, das sagt sich natürlich, ja, lass die Deutschen doch mal machen. Wir können ja dann mal gucken, wie es ihnen so geht. Und es geht ihnen großartig. Wir haben eine ziemlich hohe Inflation und gleichzeitig Stagnation bis Schrumpfung in Deutschland. Das sieht man etwa am deutschen, an der Electricity Consumption, also dem Elektrizitätsverbrauch, über 10% nach unten gegangen. No energy, no growth, that's correct. Aber wir wollen natürlich hier, anders als die Amerikaner, die grüne Energie versuchen billiger zu machen. Durch Subventionen kann man darüber diskutieren. Wir versuchen vor allem, fossile teurer zu machen und sie damit aus dem Markt zu drängen. Und die Folge sind toxische Energiepreise, wie der VDA das hier sagt. Das sieht den Autostandort Deutschland bedroht. Ja, das ist etwas, deswegen fordert man jetzt dann die Strompreisbremse für die Industrie seitens der SPD und auch anderer, die sagen, das müssen wir unbedingt haben. Ist natürlich super, ich mache erst den Strom künstlich teuer, indem ich ihn mit CO2-Bepreisungen versehe, indem ich Energieproduzenten abschalte wie die Atomkraftwerke und mache dann hintenrum eine Subvention. Das ist ganz, ganz großartig und wir sehen dann Folgewirkungen. Etwa der Handelsbilanzüberschuss in Deutschland, 15% jetzt rückläufig im Vergleich zum Vorjahresmonat, ist jetzt nicht so wirklich schlimm, denn diese Exportüberschüsse, die Deutschland hat, das sind die praktisch die negativen Salden auf der anderen Seite. Wenn wir Exportüberschüsse haben, dann muss es Länder geben, die Defizite haben. Wir haben ja jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, permanent diese Überschüsse. Das ist vielleicht auch nicht so gesund, aber wir sehen natürlich, dass wir ein Problem bekommen, gerade weil unsere Autoindustrie, unser Paradepferd, das wir jahrelang hatten, jahrzehntelang hatten, in Schwierigkeiten kommt. Jetzt erstmals seit Beginn der Datenreihe haben chinesische Autobauer zuletzt mehr einschneidende Innovationen auf den Markt gebracht als die deutschen Hersteller. In Sachen autonomes Fahren sind die weitführend, in Sachen Software sind sie weitführend, auch vor Tesla zum Beispiel, die Deutschen und Software, das passt irgendwie nicht zusammen. Und dann haben wir solche Clowns wie Marcel Fratscher, der dann fordert, ja, wir müssen uns doch mal aus der Abhängigkeit der Wirtschaft und der damit verbundenen Erpressbarkeit lösen. Ja, wir sollten jetzt alle auf Fratscher hören, der uns ja noch vor nicht allzu langer Zeit gesagt hat, ach, diese Panikmacher in Sachen Inflation, es gibt keine Inflation, es kommt keine Inflation. Das ist schon ein starkes Stück, so ein Salonsozialist, der noch nie wirklich in der freien Wirtschaft gearbeitet hat, dessen Institut praktisch staatlich finanziert wird und der dann in Sachen Ahnungslosigkeit in so vielen Bereichen kaum zu überbieten ist. Der sagt also, wir sollten uns von der Wirtschaft, die letztendlich ihn über ihre Steuerabgaben mitfinanziert bezahlt, da sollten wir uns davon lösen. Das ist eigentlich ein Treppenwitz. Hier sehen wir übrigens aktuelle Meldungen heute. Der Strompreis in Frankreich ist in diesem Jahr oder von seinem Höchststand in diesem Jahr um mehr als 65% gefallen. Wir haben jetzt so Strompreise 150, 56 Euro die Megawattstunde. Vor ziemlich genau einem Jahr sind die Preise über 1000 Euro gestiegen. Also wir haben jetzt noch etwas mehr als 10% dieser Kosten. Es kommen immer mehr französische Atommeiler jetzt wieder in den Strommarkt hinein. Das sorgt für fallende Preise. Und was passiert bei uns? Der Gegenteil, wir tun immer mehr importieren. Hier sehen wir, der größte Stromimportmonat aller Zeiten liegt gerade hinter uns. Der deutsche Stromimport ist massiv gestiegen, nochmal im August, seit die Atomkraftwerke abgeschaltet sind. Importieren wir immer mehr Strom und davon 21% aus Kernkraft, fast 30% aus Kohle und Gas. Das heißt, all das, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich Atomkraft, ne, das wird dann ein bisschen importiert. Und dieses Gas ist meistens extrem schmutzig, weil LNG, das bedeutet, dass eben das energieintensiv runtergekühlt werden muss, dann muss es wieder aufgewärmt werden. Also es ist alles eine Verschwendung von Energie, die nicht sein müsste. Pipeline-Gas ist deutlich weniger verschmutzend, deutlich weniger problematisch, aber mein Gott, wir haben halt
das Klimawesen erfunden, meine Damen und Herren. Und hier sehen wir, jetzt kommen dann noch die Autobauer aus China auf den Markt, XPeng, BYD. Das wird noch richtig lustig, was da dann an Konkurrenz passiert und wie wir das finanzieren wollen. Das sind Elektromodelle, die da auf den Markt kommen. Das wird Kanzler Scholz freuen, aber das wird eben auch für die deutsche Autoindustrie ein Problem. Und ein Problem hat jetzt auch die EZB, denn die Wirtschaft wird immer schwächer, weswegen der Portugiese Centeno, EZB-Mitglied, warnt, wir sind jetzt wirklich in Gefahr, zu viel zu machen. Wir sollten die Zinsen nicht mehr anheben, sagt er. Dagegen der Belgier Wunsch. Na, ein bisschen sollten wir noch machen. Der deutsche Nagel sagt ja, Preisstabilität ist unser Hauptmandat, nicht Banken glücklich zu machen. Und Lagarde heute mit dem Eingeständnis, aktuell ist es wichtig, dass wir anerkennen, dass wir wie andere Zentralbanken auch sowohl die Inflationsdynamik als auch deren Hartnäckigkeit unterschätzt haben. Naja, aber die EZB hat es noch einmal ein bisschen länger unterschätzt. Vorsichtig formuliert, gell? Die sind wie der Scholz mehr oder weniger aufs Gesicht geflogen und erst eine halbe Stunde später nach Wiederaufstehen hat man sich gefragt, sind wir aufs Gesicht geflogen oder was ist gerade passiert? Bums, Inflation, ja, wo kommt jetzt die her? Gell? Wir haben Erzeugerpreise von keine 30% und schon haben wir auch eine Inflation. Nein, das ist ja Wahnsinn. Also es ist schon sehr, sehr sportlich. Die EZB ist uneins und hat ein ähnliches Problem wie die Fed in den USA, nämlich eine EU, die unglaublich viel Geld ausgeben möchte, die grüne Ideen hat, die in der Summe nicht realisierbar sind und wahnsinnig kostspielig sind. Und so gibt es auf der einen Seite Fiskalpolitik, die inflationär wirkt, und auf der anderen Seite Notenbanken, die irgendwie das Ganze lange verpennt haben und jetzt im Grunde diesen fiskalischen Impuls durch Zinsanhebungen wieder neutralisieren müssen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen, und gut geht es auch nicht so richtig in China, trotz der neuesten Stimulusmaßnahmen. Xi Jinping wird jetzt wohl nicht beim G20-Treffen dabei sein. Und Bloomberg kommentiert, es zeigt, dass er offenkundig sich mehr und mehr auf die BRICS hin orientiert. Aber schauen wir uns mal diese BRICS an. Hier hat China jetzt eine neue offizielle Karte emittiert oder herausgegeben. An die müssen sich dann auch deutsche Konzerne zum Beispiel in China halten. Und hier sehen wir ganz entspannt ein paar Inseln, die alle chinesisch sind. Wir sehen Taiwan chinesisch, gar kein Problem. Und rechts in dieser, auf dieser Karte sehen Sie Indien, das ebenfalls so ein bisschen größer ist, irgendwie wirkt, als es faktisch ist. Auch die haben also gewisse Ansprüche an Gebieten, und vor allem bei den Chinesen, da gibt es einige Probleme auch mit Russland. Da gibt es Gebiete, die hoch umstritten sind. Also diese BRICS, die sind untereinander zu heterogen, haben zu viele unterschiedliche Interessen, als dass das wirklich funktionieren könnte. Und dementsprechend möchte ich Sie mit drei Artikelempfehlungen in diesen wunderbaren Spätsommerabend entlassen. Erstens, China provoziert seine Nachbarn und die BRICS vor dem ASEAN- und G20-Gipfel mit etwas seltsamen Landkarten, die dann aber rechtsverbindlich sind in China. Zweiter Artikel, den ich empfehlen möchte, schauen Sie sich mal an, Strompreis in Frankreich geht stark zurück. Und die letzte Empfehlung, und das ist dann der Oberclou, Happy End für Russland, so sprechen russische Medien, die sagen, ja cool, die Europäer, die kaufen zwar unser Pipeline-Gas nicht mehr, nachdem das irgendwer in die Luft gesprengt hat, gell, die Russen waren es vielleicht jetzt doch nicht gewesen, das waren vielleicht doch andere, gell, aber Schwamm drüber, jedenfalls sieht es so aus, dass wir immer mehr LNG kaufen, also Flüssiggas, was viel schmutziger ist als Pipeline-Gas. Und die Russen freut es, gell, und die Europäer brauchen es heute, das ist das Problem. Also diese ganze Sanktionspolitik, die fällt uns jetzt auch noch auf die Füße. Es ist wirklich eigentlich fast schon lustig, wenn es nicht ein bisschen traurig auch dabei wäre. Also diese drei Artikelempfehlungen, ich empfehle mich jetzt auch und sage Servus, ciao.